Ich habe hier einen ganz normalen, handelsüblichen Gaskartuschenkocher mir nochmal gekauft. Da kommen diese Gaskartuschen rein, muss man aufpassen, die sind aussparen, dass das nach oben ist. Die werden hier eingesteckt, werden hier einfach angepresst und schon ist der betriebsbereit. Der hat eine elektrische Zündung, einmal rumgedreht, schon brennt das Gas. Da können wir jetzt zum Beispiel Töpfe draufstellen, das passt da drauf. Da können wir eine Pfanne draufstellen zum Braten. Meine Kaffeemaschine, die ich noch immer draufstelle, die passt leider nicht da drauf, weil die zu klein ist. Dafür gibt es aber so ein genanntes Gaskreuz, das stellt man da drauf und da passt auch eine kleine Kaffeemaschine drauf. Zusätzlich kann man mit diesem Gerät noch ganz gut grillen. Dazu gibt es einen Grillteller. Den legt man hier oben drauf als Fettwanne, wo das Fett reinläuft. Und habe hier meinen Rost drauf, wo ich mal Bratwürsten, Schnitzel oder dergleichen einfach drauflegen kann und grillen. Dann zeige ich Ihnen jetzt mal, ob das funktioniert. Wir werden jetzt mal ein halbes Liter Wasser kochen. Wir machen den Kocher an. Er brennt schon. Vorsicht, die Gasflammen sieht man sehr schlecht, ist sehr heiß, ist am Brennen. So, jetzt setzen wir mal Wasser auf zum Kochen. Ich nehme immer Alutöpfe, einmal weil wir sie auch nehmen, wenn wir unterwegs sind, weil sie leichter sind. Die erhitzen sich schneller, als wenn ich einen dicken Stahlboden habe. Deswegen nehme ich das Alu-Campinggeschirr, das lässt sich gut zusammenfalten, die Griffe sind beweglich, lässt sich gut verstauen. Vom Gewicht ist es einfach und vom Kochen geht es auch sehr gut. Wird jetzt 4 bis 5 Minuten dauern, dann ein halbes Liter Wasser am Kochen.